Servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal hier draußen in der Natur. Heute habe ich das Helikontex 3x3 Meter Super Tarp mit. Das Helikontex Tarp wird in 2 Packsäcken geliefert. Ein Packsack ist der größere hier, hat also einen Reißverschluss in der Mitte, hinten ein Mesh und Schlaufen zum Befestigen am Rucksack außen, wenn man möchte. Der größere Packsack ist natürlich optimal, da muss man das nicht so zusammen quetschen. Das heißt, ich würde diesen hier zu Hause lassen. Oder man nimmt den Packsack einfach für andere Dinge, wie zum Beispiel eine Fließjacke oder sonstiges. Kurze Details zu dem Tarp: Es ist 3x3 Meter groß, hat 19 Abspannschlaufen, verstärkte Nähte, wiegt so ca. 790 bis 840 Gramm. So, klassisches Setup, wunderbar. Das A-Frame abgespannt an 4 Punkten hier. Oben abgespannt am Baum mit Expandern, 2 Stück da und da. Bietet eine Menge Möglichkeiten, zum Beispiel auch gerade ideal für Hängematten. Und das Tarp ist aus 100%ig Polyester. Es ist absolut wasserabweisend. Ich habe es ausprobiert. Ich war bei Wind und Regen eine Übernachtung machen mit diesem Tarp. Also kann mich da nicht beklagen. Absolut klasse. So, das Tarp hat auch das Tipi-Setup überstanden, einwandfrei, tipptopp. So bin ich auch am Ende schon mit dem Review hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns draußen wieder in der Natur, in der schönen, auf meinem Kanal. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, Abo dalassen und natürlich nicht vergessen, die Klingel zu drücken. Sonst bekommt ihr keine Nachricht, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe. In diesem Sinne, macht es gut, viel Spaß draußen, in der Natur. Bis zum nächsten Mal. Ciao.